So, Paraguay Live, ich bin der Pitt, wie immer, herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay und heute zeige ich euch ein Haus für einen Paraguayer, von den Paraguayer gemacht worden und im Rohbauzustand. Also bleibt dran, es wird interessant. So, hierbei handelt es sich um ein weiteres Haus. Und da wollte ich einige Sätze vorab etwas dazu sagen. Und zwar, wir verkaufen natürlich auch viele Häuser nicht nur an Ausländer, sondern auch an Paraguayer. Und die Paraguayer meistens bauen so, wie das Geld gerade reicht. Von daher in diesem Fall wird ihr einen Rohbau sehen, was auch nicht so komplett fertig ist. Es wird gebaut, wie man gerade flüssig ist, ohne Riesenkredite aufzunehmen. Also so funktioniert auch. Deshalb, wie gesagt, kurz, das Haus ist hier fast in unserer Nähe, sage ich mal, und ist 8 auf 12 bzw. auf 11 Meter, je nachdem, wie man zählt mit dem Erkerchen. Oder nicht. Ein gutes Beispiel zeigen kann, eben wie die Paraguayer bauen. Also ich sage mal, das ist auch der Mittelstand. Also es gibt natürlich auch billigere Häuser, es gibt natürlich auch vom Preis her höhere Preisklasse oder bessere Qualität wie überall auf der Welt. Die Qualität hängt natürlich auch von dem Preisniveau ab. Aber ich finde es persönlich ganz interessant, dass ich also in der Lage bin, euch natürlich auch, da waren auch viele Fragen von euch, vor allem bei Emil, zeigt doch mal so typische paraguayische Bauweise. Wobei hier kann ich da eigentlich auch nicht sagen, weil wie gesagt, es gibt je nachdem, ob man 300 Euro pro Quadratmeter ausgibt oder 700 Euro pro Quadratmeter ausgibt, da gibt es natürlich auch die Leistungsunterschiede. Aber was dieses Haus angeht, denke ich mir, dass es also guter Mittelweg ist und es ist ein schönes, also wirklich ein schönes Haus, was mir persönlich auch gefällt. So, also hier hat man nur praktisch den Rohbau, da schauen wir uns schon an. Also das ist auch, wo ein Paraguayer natürlich mit paraguayischen Bautrupps, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten, also die gehören dann mehr oder weniger auch zu unserer Truppe. So, ich gehe schon mal. Hopp. So ganz langsam, vielleicht von der Seite. Also das ist eigentlich sehr schön verarbeitet. So, schauen wir mal, dass es vielleicht schön aussieht. So, also man hat hier als Innenwände auch die dünneren Wände, die preiswerter sind. Wie gesagt, das hängt alles vom Kunden ab, wie man es macht. So, und die Außenwände, wie ich schon erwähnt habe, das ist einfach Sichtmauerwerk. Aber sonst vom Holz aus gesehen, von der Verarbeitung, sieht es schon top aus. Das Zimmer ist schon
verputzt worden. Und sie hat die Estrich, also wie gesagt. Es sieht schon vernünftig aus, natürlich, das ist jetzt der Rohbauzustand. Also und dann wird natürlich der Rest. So, hier nochmal die Steine, so sehen die auch aus. So, passt schon. So, wie ihr gesehen habt, es ist ein Rohbau. Also meiner Meinung nach ist es wirklich ein schönes Projekt. Also wirklich ein gutes, kompaktes Haus. Also auch, habt ihr sicherlich gesehen in diesem Film. Also die Dachform ist wirklich schön. Also die kleine Terrasse hinten, überdacht vorne. Was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, war diese Balkönchen vorne. Gut, Geschmackssache, kann man es machen, muss man nicht machen. Deshalb, wie gesagt, also nochmal zu der Bauweise. Es gibt bei uns also, ich sag mal, Haustypen, die wir euch praktisch 1:1, so zum Beispiel dieses Haus, anbieten können. Natürlich, da habt ihr auch die Möglichkeit, gewisse Änderungen vorzunehmen. Ja, sei es Wände verschieben, sei es vielleicht Abstellraum, Waschraum, wie auch immer. Also da habt ihr auf jeden Fall die individuellen Möglichkeiten, es zu ändern. So, viele von euch haben mich auch gefragt, dass ich natürlich mehrere Hausbeispiele zeige. Und ich denke, das war auch eins von diesen Beispielen, wo ihr euch das, also wirklich schöne Haus in meinen Augen, also ist wirklich top, oder? Bitte in den Kommentaren eure Meinung dazu. Also ich denke, das ist also wirklich kompakte, gute Konstruktion. Übrigens, es ist ein größeres Wohnzimmer, da könnt ihr wahrscheinlich sehen, bodentiefe Fensterelemente und es gibt noch zwei Zimmer, ein Bad und eine Küche oder ein Abstellraum, wie auch immer. Also ich denke, das hat das Ganze ungefähr um die 100 Quadratmeter. Man kann es natürlich, je nachdem, wie ihr das ja benötigt, ich sage mal, entweder Meter oder zwei, sowohl in die Breite als auch in der Länge praktisch in Anführungszeichen dran setzen. Also da gibt es gar keine Probleme. Ich denke, das sollt ihr im Prinzip nur als gutes Beispiel nehmen. Und ich finde es persönlich, also diese Klinkerbauweise mit eben diesen von mir gezeigten Steinen ist schon wirklich sehr schön. Also man braucht dazu natürlich die Maurer, die auch in der Lage sind, sowas zu verbauen, weil es halt nach außen nichts mehr, also okay, das ist natürlich gereinigt, ja, jetzt richtig sauber gemacht, logischerweise, aber sonst sieht das top aus. So, nochmal ganz kurz zu diesen Baumöglichkeiten, also grundsätzlich, wie gesagt, wie ich immer sage, ein Grundstück, da könnt ihr von uns ein Haustyp bekommen oder ihr plant komplett individuell. Aber von der Preislage tut sich da nicht so viel. Es ist nicht wie in Deutschland, in der Schweiz oder vielleicht in Österreich, dass die individuelle Bauweise schon praktisch für normale Sterbliche unerreichbar ist. Also das Büro aus. Also ich finde es einfach herrlich und glaub mir, das tue ich gerne, liebend gerne. Und ich denke, in so einer schönen Atmosphäre, auch landschaftlich, kann man die Kunden ins B natürlich auch richtig beraten. Ich freue mich immer auf eure Kommentare und vor allem auf eure Meinung. Das ist ja uns auf jeden Fall wichtig. Bevorzugt ihr so Klinkerbauweise? Gefällt euch das Haus? Oder würdet ihr eher sagen, ja, wenn ich weiß anstreiche oder farbig es gestalte, sieht es auf jeden Fall besser aus. Gerne in den Kommentaren bitte. So, ich hoffe,
das Video, als auch das Haus vor allem, hat euch gefallen. Gerne in den Kommentaren schreibt mir, wie findet ihr das Haus? Ist es schön? Wollt ihr gewisse Veränderungen sehen? Wie gesagt, gar kein Problem. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Teilt das Video, Likes nach oben, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video, wie immer. Zum Schluss oder am Schluss des Videos gebe ich unsere von mir empfohlenen Videos aus unserem Kanal. Also, ihr habt natürlich die Möglichkeit, in den Kommentaren voll die Fragen zu stellen und mit dem Hashtag nicht vergessen, Hashtag Paraguay Live. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.